Diese drei sind sicher die außergewöhnlichsten Teilnehmer beim Hartemann-Extremlauf rund um Niederstetten im Main-Tauber-Kreis. Es gibt verschiedene Strecken bei diesem Ultralauf, der Corona-bedingt über 4 Wochen lang ausgetragen wurde. Die beiden Barfußläufer und Mehmet Topjurek mit seinem 21 Kilogramm schweren Baumstamm gehen über die 55 Kilometer mit 1000 Höhenmetern an den Start. Für seine Premiere beim Harten Mann hat der Baumstammläufer aus Heilbronn extra einen eigenen Stamm angefertigt. Das ist ein Teil von mir, deswegen renne ich mit dem Baumstamm, dass ich mehrmals motiviert bin unter meinen Schmerzen. Lachen kann vielleicht jeder, aber unter die Schmerzen zu lachen, das ist meine Sache. Deswegen möchte ich jedem zeigen, egal welche Schwierigkeiten sind, in welche Schwierigkeiten sind wir, einfach lachen und motiviert sein. Selbstmotivation fehlt, zählt. Hey! Daisy Rosbach und Alex Kösow sind ebenfalls zum ersten Mal in Niederstetten dabei. Beide laufen seit über einem Jahr jede Woche einen Marathon und das ohne Schuhe. Nur für den Notfall sind ein paar Sandalen mit dabei. Nee, das klingt jetzt so, als ob das was besonders Hartes oder so wäre. Ja, das Gegenteil ist der Fall. Also ich habe vor 6 Jahren damit begonnen, weil ich starke Probleme in den Knien hatte. Durchs Laufen und immer zu Einlagen da verdammt war. Und durchs Barfußlaufen bin ich davon weggekommen. Also das hat dann meinen Körper wieder so gerichtet, dass alles den natürlichen Prozessen folgen kann. Man muss, um das zu machen, muss man richtig Erfahrung haben. Also man kann nicht einfach die Schuhe ausziehen, 2-3 Mal Barfußlauf, sagt so, jetzt kann ich mal einen Marathon laufen. Nee, das geht nicht, das geht nicht. Man sammelt halt Erfahrung und vor allen Dingen die Fußsohle muss mitmachen. Aber die Strecken haben es in sich. Ungefähr ein Drittel davon ist geschottert. Dazu kommen die vielen Anstiege. Es ist ein selektiver Lauf, nichts für Anfänger. Die Idee war eigentlich für die Marathonvorbereitung, einen 30-Kilometer-Lauf zu finden. Mit möglichst vielen Höhenmetern, weil das die beste Training ist, das man machen kann. Höhenmeter zu laufen. Und so ist es dann damals entstanden, vor 8 Jahren. Los geht's, immer zeitversetzt in 5er-Gruppen, 15 Kilometer, 33 und 55 stehen zur Verfügung. 6 Läufer versuchen sich an diesem Tag sogar über alle 3 Strecken, dem sogenannten Triple Finish. Das sind insgesamt stolze 104 Kilometer mit fast 1900 Höhenmetern. Dazu gibt es auch noch einen Halbmarathon. Aber es ist sehr warm an diesem Tag, die Hitze macht den Läufern von Beginn an zu schaffen. Natürlich auch Mehmet Topjurek und seine Laufpartnerin Tanja. Aber schön heiß. Hammer. Die beiden Barfußläufer halten lange durch ohne Schuhe, müssen nach 27 Kilometern aber schließlich doch auf ihre Notfallsandalen zurückgreifen. Die Strecke ist zu steinig, gerade im Wald gibt es oft keine Ausweichmöglichkeiten. Aber den beiden Spaßläufern geht es sowieso mehr um das Erlebnis an sich, als um irgendwelche Zeiten, Plätze oder Rekorde. Die beiden kommen gemeinsam nach etwa 9,5 Stunden ins Ziel. Echte Prominenz ist auch auf der Mitteldistanz unterwegs. Die mehrfache deutsche Ultrameisterin Pamela Veit hat über die 33,3 Kilometer ebenfalls mit den hohen Temperaturen zu kämpfen, verpasst am Ende den Streckenrekord der Frauen um knapp 14 Minuten. Die Strecke hat es wirklich in sich, hauptsächlich am Schluss dann nochmal der ordentliche Anstieg nach dem Tunnel. Also da muss man sagen, dann muss man schon nochmal richtig kämpfen bergauf und habe mich dann auch überwinden müssen, nicht zu viele Gehpause da noch zu machen. War dann doch recht zäh am Schluss noch, muss ich sagen. Mit der Zeit dennoch zufrieden insgesamt? Ja, also mein Ziel war unter 3 Stunden, das hat ja noch geklappt mit 2,50. Es war natürlich jetzt kein Streckenrekord. Rekord von hier, aber gut, bei der Temperatur heute, das war einfach auch nicht drin und ich bin dennoch zufrieden. Hilmar Langpeter vom TV Rot am See ist deutscher Vizemeister über 100 Kilometer. Er absolviert alle 3 Disziplinen über insgesamt 104 Kilometer. Hier finisht er die lange Distanz und macht ohne Pause weiter mit der nächsten Strecke. Am Ende bleibt er knapp unter 12 Stunden. Nach fast 9 Stunden nähert sich auch Mamo dem Zieleinlauf. Seine Laufpartnerin Tanja hat nach über 70 Kilometern mit Blasen zu kämpfen und geht die letzten Meter. Da kommt ihr Begleiter einfach nochmal den Berg hochgelaufen, um sie weiter zu begleiten. Ich werde auch niemals jemanden zurücklassen. Wir werden bis zu Ende bringen, auf jeden Fall. Mit Schmerzen und mit Stolz. Es waren faszinierende Leistungen beim Hartemannlauf in Niederstetten. Über den gesamten Monat waren über 200 Teilnehmer auf den verschiedenen Strecken unterwegs. Kein Wunder,
war es doch eine der ganz wenigen Veranstaltungen, die trotz der strengen Corona-Vorgaben durchgeführt werden konnte.